Hi Ladies, hier ist Koya Barkon und ich wollte ganz kurz ein Video für euch machen, weil ich habe mir gerade so die ganzen Kommentare angeschaut unter den Videos bei Nathalie und so. Und da habe ich folgenden Kommentar gelesen, den ich jetzt gerade mal hier unten eingeblendet habe. Und darüber wollte ich kurz ein Video machen, weil das ist wirklich so essentiell, einer der wichtigsten Sachen für euch, die ihr unbedingt umsetzen müsst für euch, wenn ihr wirklich langfristig Erfolg haben wollt mit der Figur. Weil ich habe das wirklich selber immer und immer wieder erlebt beim Coaching mit Frauen, dass genau an diesem Punkt, wo alles beginnt, ja, sich schon entscheidet, ob du später Erfolg haben wirst oder nicht. Und wenn du jetzt diesen Kommentar genau mal durchliest, ja, da steht, ich kann die Liegestütz nicht, also unter einem Video, was Nathalie gemacht hat, ich kann die Liegestütz nicht, ja, ich kann mein Gleichgewicht nicht halten. Aber ich will so gerne Fett verbrennen. Ja? Und dieser Satz ist äußerst wichtig, auch wenn es auf den ersten Einblick nicht so schaut, weil ich kann die Liegestütz nicht und ich kann mein Gleichgewicht nicht halten. Zweimal ich kann nicht in einem Satz. Und dieser Satz, den redet ihr euch dann selber einfach ein. Ja? Und euer ganzes Wesen, euer ganzes Bewusstsein, das Gehirn, alles akzeptiert diese Situation, ich kann das nicht. Weil wenn du sagst, ich kann das nicht, dann wirst du es auch nie können. Weil dann hat dein Unterbewusstsein gar keinen Grund, sich zu verändern, gar keinen Drang, das Ganze umzusetzen. Was ist also die Lösung für dieses Problem? Weil es ist ein Problem. So viele Frauen, wenn man sie einfach fragt, ja, bist du fit? Oder bist du nicht fit? Wie fühlst du dich? Bist du jetzt gerade in der Topform deines Lebens? Dann werden dir 99% der Frauen immer sagen, oh nee, ich fühle mich gerade nicht so fit. Ich habe gerade so viel zu tun und es ist irgendwie stressig und ach, ich bin nicht so fit. Und was passiert dadurch? Du nimmst diese Gedanken, die du täglich hast, in dir auf und lebst es dann wieder nach außen und wirst auch im Alltag deswegen nie die Situation suchen, um dich zum Erfolg zu bringen. Was ist also die Lösung dafür? Die Lösung dafür ist, dass du Dinge suchst, sofort jetzt, die du kannst, wo du dir selbst einreden kannst, na klar kann ich das. Guck mal, du kannst beim Liegestütz dein Gleichgewicht nicht halten, aber was kannst du machen? Du kannst zum Beispiel einfach dir einen Stuhl nehmen, so einen Stuhl, und ganz einfach anfangen, erstmal ein bisschen die Bewegung, ja, die Spannung im Oberkörper zu halten, die Bewegung erstmal ein bisschen zu üben. Ja? Oder wenn es selbst nur eine Wand am Anfang ist, wo du dich erstmal mit dem Ball oder so, einfach mal an der Wand, ja? Weil dann kannst du nämlich zu dir sagen, hey, ich kann vielleicht noch keinen Liegestütz, aber noch besser ist es, du sagst, hey, ich kann den Liegestütz am Stuhl. Ich kann mein Gleichgewicht schon da halten. Und dann beginnst du positive Assoziationen zu bilden, dann beginnst du positive Motivation aufzubauen und dann beginnst du auf einmal zu sagen, hey, ich kann das. Hey, ich kann einfach den Winkel noch ein bisschen verändern. Ich kann das und das. Ich kann das und das. Und auf einmal, dann kommst du auf dem Weg zum Erfolg. Das ist das Allerwichtigste, was du von Anfang an wissen musst. Das heißt, dir einzureden, hey, ich kann das. Hey, ich kann diese Übung. Wenn ich diese Übung kann, dann kann ich auch noch diese Übung. Dann kann ich auch noch das. Und dann kannst du dir auch sagen, hey, ich bin eine fitte Frau. Hey, ich bin fit, ich bin erfolgreich, ich kann das und das erreichen und dann ist alles viel einfacher. Okay? Das wollte ich einfach nur in einem ganz kurzen Video sagen. Also motiviert euch selbst, sagt euch immer, dass ihr fit seid und sucht euch immer die Dinge, die ihr schon könnt und baut darauf auf und ignoriert komplett die Sachen, die ihr nicht könnt. Wir sehen uns. Dein Koya Barkon. Jetzt lasse ich wieder Nathalie ihre Videos weitermachen. Ciao.